meine Schönen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal. So, meine Lieben, wie ihr bereits im Zeitpunkt gesehen habt, geht es heute um den Pyrish Mega Hall, sozusagen. Das Mega Hall. Mega Rabattschlacht, sagen wir mal so. Mega Rabattschlacht geht es. Ich sag mal, wenn ihr wissen wollt, was im Teil 1 von Pyrish dabei ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, ich habe hier einen großen Karton vor mir liegen. Es ist meine erste Bestellung von drei. Aber es wird zwei Teile geben. Wie gesagt, ein Teil ist schon gekommen. Und ich denke mal, sonst wird das zu groß, wenn wir alles auf einmal abfilmen. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal einen großen Karton. Ist relativ schwer. Hier ist Beauty, Kosmetik, Pflege drin, sozusagen. Pflege und dekorative Kosmetik. Wir fangen einfach mal an. Ich mach mal auf den Karton. Ich habe schon reingeguckt. Natürlich habe ich reingeschaut. Muss ja gucken, was hier drin ist. Ne? Ich werde euch später den Gesamtpreis einblenden, was das alles für einen Wert hat. Was ich ausgegeben habe, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, weil jeder Teil hat 5 Euro gekostet. Und achso, der Sale soll noch bis zum 17. anhalten. Genau. Vielleicht habt ihr Glück, dass Pyrish immer ab und zu noch was nachlegt. Weiß ich leider nicht. Kann sein. Möglich. Im Moment sind nur noch so die Reste so drin. Das heißt, so Revolution, meistens Revolution-Produkte. Paletten sind, glaube ich, gar nicht mehr zu bekommen. Aber wir fangen es erstmal an. Ich habe auch nicht alles bekommen, was ich im Warenkorb reingelegt habe. Leider, leider nicht. Ich hatte so viele Paletten im Warenkorb drin und tolle Maskengeschichten und auch von Ofra, genau, Sets. Aber irgendwie hat es dann, teilweise waren die Sachen dann aus dem Warenkorb verschwunden. Und ja, wie gesagt, ich habe 3 Bestellungen abgegeben, sonst hätte man gar keine Chance gehabt, irgendwas zu bekommen. Deswegen habe ich lieber 3. Ich habe mir mal ein paar Teile rausgesucht, dann bestellt. Und dann nochmal was rausgesucht, bestellt, weil habt ihr größere Chancen gehabt, als alles im Warenkorb zu legen. Ich hatte sogar einen Tag vorher, hatte ich mir schon Teile rausgesucht, ne, und den Warenkorb reingelegt. Die waren beim ersten Mal, waren sie schon sofort beim ersten Bestellen, waren die schon wieder raus, ne. Ja, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Man hat es nämlich gar nicht mitbekommen, dass Pyrish das umgestellt hat, weil die haben erst einzelne Produkte, haben sie vom... Also muss ich mir vorstellen, man hatte ein Produkt, man ist auf den, das stand jetzt 20 Euro, man ist draufgegangen und dann war erst der Rabatt zu sehen, dass das reduziert war. Nach und nach haben die das immer umgestellt gehabt und irgendwann kam auch die Reklame, dass 5 Euro Jubiläumsrabatt ist, ne? Ja, wie gesagt. So, ich habe hier ein paar Teile ergattert, ich habe hier auch eine Face-Palette drin. Ja, fangen wir erstmal an mit Pflege. Da habe ich jetzt nicht so großen Schnapper gemacht, aber es war mir auch egal. Auf jeden Fall vom Glow Hub. Glow Hub, das ist eine beruhigende Pflege sozusagen für empfindliche Haut mit Hemp drin. Ist eine leichte Creme. Wie gesagt, ich werde euch die Produkte alle in der Infobox verlinken. Da könnt ihr nochmal selber nachlesen. Sonst wird das zu lange dauern. Irgendwie was ist die Geschichte vegan und tierversuchsfrei. Ne? Ich glaube, die kostet so 14 Euro, 13 Euro für ein paar gequetschte bei Douglas, habe ich das gerade gesehen. 50 Gramm sind hier drin. Genau. Ne? Ja. Auf jeden Fall Feuchtigkeitsspenden für empfindliche Haut und irritierende Haut. Ja. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ich pack das mal aus, weil weiß blendet immer eine Kamera. Ist jetzt nicht großes, großer Rabatt, ne? Aber ist okay. Ja, ist so eine helle Dose. Ne? Ja. Wo, ich habe mich so geärgert bei einem Artikel, das werde ich euch gleich zeigen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einer anderen Geschichte. Auf jeden Fall ist das schon mal gut, ne? Finde ich, ja. So, dann habe ich hier Pads. Toner-Pads. Mit Teebaumextrakt ist hier mit drin. Ist auch für empfindliche Haut und auch für Rötungen und für abgestorbene Hautpartikel. Ne? Auf jeden Fall beruhigend ist die ganze Geschichte.
Und wie gesagt, auch für empfindliche Haut. Ist ein koreanisches Produkt. Ist das koreanisch? Ja. Made in Korea. Wie gesagt, kann man die abgestorbenen Hautzellen abmachen mit abgestorbenen Hautzellen. Ist ein beruhigender Toner auf jeden Fall, Reinigungsprodukt. Finde ich ganz interessant. Ja, mit Teebaumextrakt auf jeden Fall. Hier steht auch irgendwas mit AHH, BHA und LHA drauf. Ja, leider nicht auf Deutsch. Auf jeden Fall 85% Teebaumextrakt drin. Ja. Toll, freue ich mich drüber. Wenn wir die testen. Wie gesagt, alles aufgebraucht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch erstmal noch andere hier von Nip und Web, habe ich hier liegen welche. Die muss ich erstmal aufbrauchen. Aber das wird ja nicht schlecht, solange man das nicht aufmacht. Ne? Auf jeden Fall, komm, ich mache euch das mal auf. Ein großer Kübel. Hatte ich noch gar nicht ausgepackt. Hier ist sogar noch so ein Deckelchen extra, ne? Ja. Wie so eine Pinzette, dass man die Geist gar nicht anpacken braucht. Ich weiß nicht, ob ihr die Pinzette sehen könnt. Ja, ist toll, ne? Macht auf jeden Fall was her. Die Dose. Ich glaube, so um 26 Euro kostet, 24 Euro so um den Dreh. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gut. Man muss nicht immer nur das Teuerste raussuchen, wisst ihr? Ich hatte auch ein teures Öl drin und das war nachher raus. Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, wo ich mega stolz bin, habe ich mich im Nachhinein mich geärgert. Ich hatte erst zwei im Warenkorb. Hat mich tierisch geärgert, dass ich den wieder rausgenommen habe und nur einen genommen habe. Und zwar, das ist diese CC Water Creme. Auch koreanisch. Da ärgere ich mich tierisch. Die kostet 45 Euro, die große Tube. Man kriegt die auch mit 15 Milliliter. Bekommt man die auch. Dann kostet die, oder 7 Milliliter? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich meine 15 Milliliter, ne? Da kostet die auch schon 27 Euro. Wie gesagt, das ist die große Größe. Die kostet 44 Euro, paar Quetsche 5 Euro. Ärgert mich tierisch, dass ich nur eingenommen habe. 40 Milliliter hier drin. Es ärgert mich tierisch. Und das ist ein tolles Produkt für den Sommer auf jeden Fall. Oder auch für tagsüber, wenn ihr kein dickes Make-up tragen möchtet. Weil das ist, sind so kleine Pärchen. Sieht aus wie Creme. Und das sind dann so kleine Pärchen. Ich muss mal gucken, ob ich habe das, glaube ich, hier so ein kleines Pröbchen liegen. Genau, ich habe hier nämlich so ein kleines Pröbchen liegen. Ich zeige euch das mal mit der. Okay, das ist jetzt Dior. Ist ein bisschen dunkel vielleicht. Gibt in Claire, ne? Gibt verschiedene Stärken. Okay, das ist nämlich so ein Gel. Könnt ihr das sehen? So ein Gel mit so Pärchen drin. Und wenn man das dann so schmiert, dann verfärbt sich das nämlich ganz leicht. Das ist eine ganz leichte Tönung. Könnt ihr jetzt nicht viel sehen, ne? Ja. Und das ärgert mich, dass ich leider nur eine genommen habe. Aber okay. Eine ist besser als keine. Ne? Eine habe ich ergattert. Bin ich wirklich froh. Ist auch koreanisches Produkt. Und ist wirklich gut. Ja. Super. Wie gesagt. Wer das ergattert hat von euch, kann sich glücklich schätzen. Joho. 44 und ein paar gequetscht auf jeden Fall. So, und dann habe ich noch ein Produkt aus der Serie. Ich hätte mir noch mehr von der Serie mitnehmen sollen. Egal. Doppelmousse. Also koreanische Skincare, ne? Ist zur Reinigung. Habe ich mir ergattert. Ist sowas wie ihr Puder. Ne? Bin gespannt, wie das ist. 145 Milliliter, 5 Euro, kann man nichts sagen. Ich bin gespannt, wenn das soweit ist, wenn ich das teste, wie gut das ist. Ich denke mal, das wird auch gut sein. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob einer das von euch schon getestet hat. Ja. Ja. Und dann habe ich natürlich, gehört ja dazu, ne? Eigentlich hätte ich euch erst das zeigen müssen. Cleansing Öl und Balm. Ne? Auch sowas wie Gepoder. Doppel-Cleansing, ne? Geschichte, Doppel-Cleansing-Geschichte. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich euch den Einzelpreis raussuchen werde. Ich entscheide das später. Ja, aber wie gesagt, den Gesamtpreis werde ich euch nachher einblenden. Korean Skin Therapy. Paris Soul. Ich lasse es lieber sein. Wie war, habe ich auch ergattert, ne?
Make-up Remover and Face Cleansing Balm. Genau. Bin ich mega, mega glücklich, dass ich das habe. Ja. So. 15, 15, 20, 25 €. So, dann habe ich Make-up von Pure. Pure 4-in-1 Love Your Selfie. Ich wollte mal so, ich hätte auch mehrere Foundation drin. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, kommt da noch was? Ich weiß es nicht. Kann sein. Einiges habe ich auch nicht gekriegt, weil das auf dem Warenkorb raus war. Ist auch nicht schlimm. Einige Foundation habe ich geschnappt. Ich hoffe, dass die noch. Ich glaube, ein bisschen dunkel wird das sein. Aber wir werden es testen. Longwear Foundation und Concealer. Das ist eine Pumpflasche. Und eine Pumpflasche ist das. Und dann ist da so ein Applikator. Und wenn man den aufschraubt, hat man dann so einen Applikator, das wie man einen Concealer auftragen. Man kann das auch als Concealer auftragen oder eben als Make-up. Ich denke mal, für den Sommer wird das noch gehen. Ist ein bisschen dunkel. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, komm, ich drehe das mal auf. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier oben ist die Pumpflasche, ne? Und hier unten könnt ihr das dann mit so einem Applikator auftragen. Ne? So. Schauen wir mal, ob ist ein bisschen gelblich. Muss ich schauen. Mit der Hand würde das jetzt funktionieren, glaube ich. Schauen wir. Und dann habe ich noch eine. Wie gesagt, das ist jetzt Full Cover. Longwear, ne? Und dann habe ich von der Firma, auch nochmal von Pure, 4-in-1 Tinted Moissanizer Creme. Genau, mit Lichtschutzfaktor 20. Ne? Ne? Könnte sogar noch dunkler sein. Okay. Ja, es ist ja noch alles so schnell verschwindet, ne? Aber okay, das ist, glaube ich, nicht so dunkel. Das ist eine andere Farbe auf jeden Fall. Ist ein bisschen heller, ne? Ja, habe ich Glück gehabt. Ja, diese. Wie gesagt, wir werden das alles testen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was wir zuerst testen sollen, schminken wollen, was ihr zuerst sehen wollt. Fünfer. Ne? So. Also soll ich euch das Mega-Ding zeigen? Ich zeige euch jetzt erstmal das Mega-Ding, oder zum Schluss? Nee, wir machen erst die Palette. So. Von Viseart. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ich hatte noch mehr. Ich wollte eigentlich die tragbare Palette haben für den Alltag. Aber es hat nicht funktioniert. Ich hatte die, glaube ich, zweimal im Warenkorb und jedes Mal hatte ich keine Chance. Wie gesagt, diese kostet, glaube ich, um die 80 €. Diese hier. Um die 80. Und das ist die bunte Palette. Bunte Palette. Wie gesagt, im anderen Haul werden auf jeden Fall, glaube ich, noch zwei oder drei andere Paletten, habe ich, glaube ich, da drin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ist noch nicht angekommen. Nein. Wie gesagt, sonst wird das zu sprengen. Auf jeden Fall ist das diese Palette. Diese Palette. Ich bin gespannt. Die soll ja mega pigmentiert sein. Mega pigmentiert sein. Da werden wir auf jeden Fall ein Schminke aufs Auge machen. Das heißt ja die neue Reihe. Aufs Auge. Aufs Auge, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr, wie ich die neue Reihe genannt habe. Auf jeden Fall werden wir hier vorne Schminke machen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Farben sind. Ich denke mal, damit kann man auch ein alltagstaugliches Schminke machen, keine Frage. Ja, das ist alles matte Töne, ne? Aber ich bin gespannt. Schimmer kann man ja auch von einer anderen Palette drauf machen. Wie gesagt, die kostet um die 78 €, glaube ich. Ich glaube 78 €. Ja. So. Ach nee, ich habe ja noch was hier drin. Genau. Bevor ich euch das Mega-Ding zeige. Von Napla habe ich eins. Eins habe ich ergattert von Napla. Ein Concealer. Ein Close-Up-Concealer. Diesen hier. Ne? Cremebeige, Gott sei Dank. Das passt. Gott sei Dank passt das. Das passt. Das ist super.
Farbe ist perfekt. Perfekt. Freue ich mich. Freue ich mich. Ist jetzt auch nicht so mega Rabatt, ne? Aber ist okay. Hallo? Wusstet ihr eigentlich, dass mit dem Code Chiquitas Please 15 hättet ihr noch mal Rabatt haben können? Ja, ich habe es bei einer anderen YouTuberin gesehen, wo ich privat mitgeschrieben habe. Sie hat echt gesagt, dass sie, hat mir das gezeigt, dass sie mit dem Code Chiquitas Please 15 noch mal Rabatt auf die Produkte bekommen hat. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Ich wusste es leider nicht, aber okay, 5 Euro ist auch immer noch ein Schnäppchen. So, und jetzt zeige ich euch das Mega-Ding. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufbrauchen soll oder kann, ich weiß es noch. Ich habe schon gedacht, ich fülle euch das ab, so in kleinen Döschen oder so, keine Ahnung. Also Leute, ich muss gucken, wie ich das, vielleicht kann man das auch als Make-up verwenden. Ihr könnt mir das gerne in meine Kommentare schreiben, wie ich das abwandeln kann, weil... Ich werde das im Leben werde ich das nie aufbrauchen können, wenn ich das normal benutze. Also wirklich, Leute. Tam 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 tam. Leute, wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Genau. Das ist diese, wie war das nochmal? Diese Bs. Mir fällt das gerade nicht ein. Auf jeden Fall, das ist diese mega große Flasche. Es gibt die eigentlich in 15 ml, 30 ml, 50 ml und ihr habt die große von 330 ml. Ich weiß nicht, wie ich das aufbrauchen soll. Eigentlich ist das, wie gesagt, eine Base für das Auge. Big Base, genau. Big Base. Limited Edition. Limited Edition. Wie soll ich das aufbrauchen? Ich weiß es nicht. Ich bin schon am überlegen, ob man das auch als Make-up nehmen kann. Vielleicht kann man das auch als Make-up nehmen. Ihr könnt mir gerne meine Kommentare schreiben, ob ich das als Make-up benutzen kann. Ich weiß es nicht. Also, diese Flasche bekomme ich nie im Leben leer. Nie im Leben. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das haltbar ist. Steht hier gar nicht drauf. 18 Monate. 18 Monate. Also, nee. Wie gesagt, vielleicht wisst ihr, ob man das alles mit abnehmen kann. Diese Limited Edition Big XXL Super Tube. Ja. Aber jedenfalls, ich habe einen erwischt. Ich wollte eigentlich, gibt davon noch, die Kleinen hatten sie auch im Angebot. Mit Schimmer. Aber hatte ich kein Glück. Ich habe das zweimal versucht. Ich hatte kein Glück. Aber egal. Eins habe ich ergattert. Die große. Die Big. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob einer von euch das auch ergattert hat. Den Prügel hier. Ja. Ja. 330 ml. Limited Edition. Also, diese Flasche, also diese Tube, kostet 116 Euro eigentlich regulär. 116 Euro war das, glaube ich. 5 Euro. Ja, ein Schnäpperchen. Das ist ja mal ein Schnäpper, oder? Ja. So, dann sind wir jetzt durch. Wie gesagt, den Gesamtwert werde ich euch jetzt hier mal einblenden. Und was ich bezahlt habe, natürlich auch. Ich glaube, 50 Euro habe ich bezahlt. Ich glaube, 50 Euro habe ich bezahlt und den Gesamtpreis, da habe ich schon mal einen Schnapper gemacht. Ich kann euch sagen, insgesamt habe ich, glaube ich, einen Wert von 666 Euro. Also dann wisst ihr noch ungefähr, was kommt nochmal an Teile im nächsten Haul. Ich warte auf die Lieferung und sobald es da ist, werde ich euch natürlich den zweiten Teil abfüllen. Und so schnell wie möglich hochladen, dass ihr sehen könnt, was ich ergattert habe im Zähl. Im Mega-Zähl. Schnäpperchen, 5 Euro Schnäpperchen. Ja, da war ja die Hölle los, kann ich euch sagen. Ich habe mich so geärgert. Ich hatte noch so viel tolle Sachen drin und nicht bekommen. Aber dafür habe ich andere tolle Sachen. Aber wie gesagt, ich ärgere mich immer noch. Ich ärgere mich immer noch hier drüber.
Ich hoffe, dass die Farbe auch passt. Ich hoffe. So. Ja. So, meine Lieben, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr mein Haul findet. Mein Püsch Schnapper Haul für 5 Euro pro Teil. Ne? So, wie gesagt, ein Däumchen nach oben. Gerne kommentiere. Natürlich ein Abo wäre super. Würde mich riesig drüber freuen. Und unterm i findet ihr weitere Videos von mir. So, ich werde mich jetzt verabschieden. So, meine Lieben. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, denkt dran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Gowski, bei Tür, tschüss. Tschüss mit Ö, ciao. Bye.